Angela Merkel ist die klassische Hebamme der AfD. Es ist die Geburtsmutter dieser Partei, indem sie die CDU ganz einfach um wesentliche Bereiche entkernt hat. Merkel hat die Partei sich selbst in sich selbst so verunsichert, dass die CDU heute eine profillose, grundsatzlose Partei geworden ist. Sie muss aufpassen, dass sie nicht verschwindet eines Tages, wie in Italien die Democratia Christiana und andere. Ekelhaft wäre es, ich sage es wirklich so, die AfD ist der denkbar für mich inakzeptabelste Ersatz. Das ist schlimm, dass das entstehen konnte. Aber Frau Merkel ist eine Hauptakteurin.